Hallo und willkommen zurück hier zu Maniac Mansion. Wir sind hier in der Küche, wie es aussieht. Und es gibt hier einen Backofen, der wohl seit einer Weile nicht mehr benutzt wurde. Und darüber eine Mikrowelle. Nein, nicht öffnen, anschauen. Die Dinger sind ziemlich powerful, kräftig, Sehe ich das richtig? Ah! Wer ist das denn? Wer ist das? Hilfe! Ah! Das ist die da! Edna! Edna, die Krankenschwester! Uah. Ich hoffe mal, ich bin da jetzt entkommen, oder ist die jetzt wieder da? Nee, okay, die ist weg. Uah. Oh mein Gott! War das gerade richtig, dass ich da weggelaufen bin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ui, ganz viel Essen. Ketchup, Pepsi, Salat, Käse, Batterien. Da ist doch bestimmt was für das Tentakel dabei, oder? Da ist doch bestimmt was für das Tentakel dabei. So, genau. Und ich kann doch hier auch mit W auf Pickup gehen. Gut. Da haben wir noch ein paar Messer. Die sind allerdings sehr stumpf. Kann ich die mitnehmen? Was? Die kleben. Die kleben an der Wand fest. Okay. Dann mache ich mal den Wasserhahn an. Kann ich vielleicht irgendwas waschen? Ich könnte zum Beispiel die Ketchupflasche auswaschen. Ist ja so ein bisschen gebrochen, genau. Okay, was ist mit der Mikrowelle? Ich kann sie öffnen. Kann ich sie benutzen? Sollte eine leere Mikrowelle nicht anschalten. Okay, aber... Okay, den Ofen möchte er nicht benutzen, sondern lieber die Mikrowelle. Gut. Ich benutze mal die Kettensäge. Ja, benutze mal. Mach mal. Ah, Mist. Die hat kein Benzin mehr. Gut, was kann ich in die Mikrowelle tun? Vielleicht die Kassette, damit sie nicht mehr leer ist. Nein. Den Schlüssel? Nein. Pepsi wollte ich eigentlich den Tentakel geben, aber nein, auch nicht. Dann vielleicht den Käse. Das passt doch hervorragend. Oder Batterien. Okay, auch das funktioniert nicht. Gut, ich habe hier Pepsi. Ich sag's mal so, ich habe hier Pepsi und bevor ich hier wieder entdeckt werde, schnapp ich mir lieber mal Banane. Ah, ich bin hungrig. Interessantes Wandposter, muss ich sagen. Interessantes Wandposter. Gut, wie gesagt, ich habe mit Jeff ja jetzt die Getränke dabei für... Ja, komm, machen wir aus, das nervt. Die Getränke für das Tentakel. Wieder zu. Und bevor ich da irgendwie festgenommen werde, habe ich wieder jemanden entdeckt. Ein alter, vergammelter Truthahn. Das ist doch vor Thanksgiving, ja, aber vor wie vielen Jahren? Ich kann es auch noch mitnehmen. Week Old Roast. Okay, das ist eine Woche alt, der Roast. Und hier mein Fettfleck. Okay. Ja gut, ich wollte eigentlich sagen, bevor ich hier festgehalten werde, bevor mich wieder jemand entdeckt und vielleicht irgendwie festnimmt. Die Tür ist verschlossen. Nehme ich lieber einen anderen Charakter? Fruchtdrinks, Glas, Dosenfutter, Tentacle Chow und Entwickler. Ups. Oh oh. Kann ich den wieder aufnehmen? Uah. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Mist. Aha, verdammt. Okay. Das habe ich runtergeworfen. Das muss wohl so. Hoffe ich jedenfalls. Uah. Das Problem ist, ich hinterlasse hier Spuren und Spuren noch und nöcher. In dieser Villa. Okay. Hier sieht was nichts. Vielleicht kann ich den alten Turkey da reintun oder den alten Rose. Nein. In den Ofen. Nein. Uah, Hilfe! Was machst du in meinem Haus? Bist du ein Agent vom bösen Meteor? Oder bist du hier, um
und versuchst mir, ihn zu besiegen, helfen. Weird Ed. Keine Ahnung, kann ich irgendwas machen? Kann ich ihm das geben? No thanks. Hier, du hast doch Hunger, habe ich gehört. Oder, not talking, hä? Du bist wohl nicht so gesprächig. Dann auf in den Keller mit dir, Spion. Zu schade, dass du nicht auf meiner Seite warst. Ach Mist, jetzt wurde ich doch eingesperrt. Ach nö. Aber er hat Dungeon gesagt. Ich frage mich, ob ich jetzt da irgendwie wieder rankomme. Ich muss jedenfalls dem Tentakel was zu trinken bringen. So viel ist sicher. Die Frage ist allerdings, wo ist dieser Dungeon? Ist der vielleicht... Ich habe hier so einen Silberschlüssel, ne? Ich habe hier so einen Silberschlüssel. Ah, das ist ärgerlich. Das wollte ich eigentlich gerade vermeiden, dass ich so festgehalten werde. Und dann laufe ich einfach von der anderen Seite da rein. Immer in der Küche. Können die überall kommen, die Viecher? Die Typen? Ah, das funktioniert immerhin. Okay. Ein Pool. Hey, du bist doch Surfer-Dude, ne? Dann hüpf da mal rein. Ich will nicht nass werden. Oh, komm schon. Du bist der Surfer-Dude. Ich gehe da nicht rein. Mann, ja, es ist voll mit Wasser und du bist der Surfer-Dude. Natürlich, das ist doch genau für dich. Ein Radio. Und ein Poolstuhl. Sorry, nicht GIF. Pickup. Pickup. Radio. Komm schon. Komm schon, bleib hier stehen. Gut, nimm das Radio mit. Ach so. Du läufst für das Radio außenrum. Ja gut, dann nehme ich alles zurück. Interessanter Moonwalk, muss ich schon sagen. Interessanter Moonwalk. Gut, wie komme ich da ran? Ich könnte die Kettensäge benutzen als Verlängerung. Nein, kann ich nicht. Okay. Die Kettensäge kann ich definitiv nur benutzen. Mit Benzin, um irgendwas zu zerstören, so wie es aussieht. Nun gut, hier haben wir eine Garage. Die ich leider nicht öffnen kann. Kann ich vielleicht... Nee, okay. Energie braucht sie auch nicht. Und hier drüben geht es dann irgendwie auch nicht weiter. Ja gut, wie kriege ich jetzt meinen Bernard wieder... Wow, ist der Chef jetzt doppelt? Hä? Okay. Okay, das ist seltsam. Was auch immer hier passiert ist, das ist seltsam. Wie kriege ich jetzt meinen armen Freund da unten wieder raus? Ich könnte ja versuchen, mal so einen Kerzenständer mitzunehmen, aber nein, die sind zu schwer. Wie wir alle wissen, kriegt man mit Käse am besten Fettflecken raus. Oder vielleicht muss ich ja den Salat mit damit dippen, damit er eine Soße hat. Oder ich benutze das als... nee, er macht keine... Er wäscht keine Wäsche oder so, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht kann man das als Treibstoff benutzen. Weil Fett brennt ja auch und so. Gut, wie komme ich jetzt zu Bernard? Ist der vielleicht da unten? Genau, kann ich jetzt mit dem Gitter sprechen, mit Bernard hinten dran? Nein, kann ich nicht. Okay... Habe ich leider keine Ahnung, wie ich zu ihm komme. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ich hochgehen könnte. Ich schaue nochmal kurz hier drüben rein. Ob hier irgendwas ist. Ah, ich kann hier natürlich die Kassette reintun. Das ist der Recorder. Ah, der nimmt auf. Hervorragend. Die Frage ist nur, was nehme ich damit auf? Was passiert? Wenn ich das anschalte, nehme ich dann den Fernseher auf. Na ja, okay, das ist wieder der Skyscraper Way. Vergesst nicht die Post, die Briefmarke. Genau. Das spielt immer noch. Jetzt spielt es nicht mehr. Jetzt sollte es wieder spielen. Na, komm schon. Ja, ah, jetzt.
So, gut, das nimmt auf. Ich habe da mal ein bisschen die Klappe gehalten, damit man die Musik besser genießen kann. Genau, hier war ich ja schon drin. Aber mit diesen Items war ich hier drin noch nicht. Und die Wachsfrüchte, die waren fürs Tentakel, genau. Kann ich vielleicht die... Ah, ich könnte den Slime... Nee, kann ich nicht, okay. Vielleicht andersrum, nee. Auch nicht. Jetzt, das wäre ja witzig, wenn es eine elektrische Kettensäge wäre und er hat nur gesagt, dass sie kein Benzin mehr hat, um mich zu trollen. Aber nee, das ist auch nicht das Problem. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht den Salat, oder? Nee. Käse vielleicht? Nein. Oder mit dem Pepsi? Nein. Ist es vielleicht elektrisch leitend? Nein. Interessant ist auch, hier führt eine Spur raus, eine lederne Spur, aber die kommt hier gar nicht raus. Das wundert mich ein bisschen, dass die hier nicht irgendwie rausführt. Schade. Schade, schade, schade. Kann ich vielleicht mit dem Schlüssel... Nein, das funktioniert auch nicht. Den verschlossenen Medizinschrank öffnen. Gut, das heißt... Ich könnte mal versuchen, ob ich mit Batterien so einen... Wenn er das mit dem Raum ist, natürlich. Nein, kriege ich nicht. Okay. Aber wie gesagt, das habe ich letzte Folge schon erwähnt. Ich habe es schon ausprobiert. Da passiert eigentlich nichts. Nun gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch, dem Tentakel die Pepsi zu geben. Nein, danke. Davon muss ich immer rülpsen. Ja gut. Ich glaube, nee. Also ich sage es jetzt mal ganz offen. Ich weiß, was ich da trinken will, das sind die Fruit Drinks, die Bernard hat. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo Bernard ist. Das ist tatsächlich jetzt ein Problem. Noch eine andere Sache, ihr seht, jeder hat sein eigenes Inventar. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal alles dem Dave geben. Das müsste mit Q funktionieren, ja genau. Give Pepsi to Dave, give Kettensäge to Dave. Käse zu Dave, gib Salat Dave und gib Ketchup Dave. Da kann ich nämlich mit einem rumlaufen. Und hier ein bisschen rumprobieren. So, kann ich vielleicht die Pepsi... Nein. Ja gut. Dann habe ich irgendwie nicht so richtig Ahnung, was ich machen soll. Ich dachte eigentlich, dass dieser... Nee, warum geht das nicht? Ah! Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte vielleicht das Poster... Ups. Das Poster von der Wand abmachen oder so. Weil, ne, so wie ich das sehe, ist ja hier... Müsste hier dann unter der Treppe weitergehen. Das heißt, mitnehmen kann ich es nicht, aber ich könnte ja vielleicht... Wenn ich das kombiniere... Uah! Vater in letzter Zeit. Nee, Daddy hat sich insgesamt sehr seltsam verhalten. Seit sein geheimes Projekt im Labor. Seit seinem besseren Labor, ja. Ah ja, Mama, ich habe keine Sorgen über ihn. Er fahrt nicht mehr beim Abendessen. Was seit 5 Jahren nicht mehr beim Abendessen. Ja, ist richtig. Und er hat diese komischen. Körper gebracht. In den Keller letzte Nacht hat diese gute Körper gebracht. Was ist dein Point? Komm zu Punkt, Ed. Ich bin sehr beschäftigt. Sag, was du meinst. Ach, egal. Nicht so wichtig. Okay. Basement. Basement heißt Keller. Oh, richtig. Da unten war ja ein... Ich erinnere mich, da unten ist ja eine Tür. Vielleicht finde ich dort meinen lieben Freund Bernard wieder. Problem ist allerdings, dass ich... Nee, warte mal. Ich habe den Haupteingangsschlüssel noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht funktioniert der ja. Ich mir eben kurz wieder auf
Und dann gehe ich da rein. Und dann probiere ich mal, ob ich denn nicht mit diesem Schlüssel da reinkomme. Ah, das ist auch der falsche Schlüssel. Schade. Kann ich denn mit dem Pinsel den radioaktiven Schleim aufnehmen? Nein, aber ich kann ihn bestimmt mit dem Paint Remover verdünnen. Nein, kann ich auch nicht. Ich kann damit vielleicht die Kettensäge befüllen. Nein. Oder den Käse dippen. Nein. Der Salat braucht ein Dressing. Nein. Und der Ketchup wird auch nicht radioaktiv werden. Okay. Ich mache immer eben zu. Die Tür ist immer noch verschlossen. Was passiert, wenn ich jetzt zurück zu Jeff wechsle? Er steht in völliger Dunkelheit. Okay. Ah, verdammt. Warte mal. Moment. Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt da rausgehen will? Von innen. Kann ich von innen die Tür öffnen? Oder bin ich jetzt quasi eingesperrt? Oh, schau mal. Ah, das ist leider zu heiß. Ah, aber es ist heiß. Das heißt, ich könnte meinen Käse da aufgrillen. Oder meinen Salat. Oder... Batterien erhitzen? Nee. Gut. Raus mit mir. Ah, man kommt tatsächlich raus. Man kommt nur nicht mehr rein. Okay, interessant. So, dann ist jetzt die Frage, wie komme ich an diesen Schlüssel? Vielleicht mit dem Pinsel? Nein. Indem ich Batterien hochwerfe vielleicht? Nein. Indem ich, keine Ahnung. Ah, ich habe ja auch noch... Ich habe ja auch noch diesen Glas-Dinger, den ich hier anfassen könnte. Oder mit dem ich versuchen könnte, ihn zu hauen und runterzuholen. Allerdings habe ich gerade nichts, was in irgendeiner Weise funktioniert. Ah, ist das ärgerlich. Ich weiß jedenfalls, ich muss da irgendwie... Also, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, ich muss da runter, sogar nah im Keller. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal wieder die Kassette. Müsste ja jetzt aufgenommen haben. Die nimmt immer noch auf. Ja, komm, jetzt ist aber gut. Und dann spiele ich die mal unten im Wohnzimmer ab. Schau mal, was passiert. Vielleicht geht ja der Kronleuchter kaputt von den hohen Tönen und fällt runter oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt ist mir das nicht passiert beim ersten Aufnehmen dieser dritten Folge, dass hier einer festgeschalten wird. Und was passiert jetzt? Nichts. Kann ich vielleicht das Schild einfach wegnehmen? Nein. Kann ich es einfach umdrehen? Nein. Ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Kann ich vielleicht den Sessel verschieben? Nein. Dann bin ich echt überfragt. Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so ein bisschen am Ende meiner Fähigkeiten angelangt. Oder am Ende meiner Fantasie. Pflanze gießen. Oder pinseln. Nein. Keine Ahnung. Ich könnte vielleicht das Schild entfernen. Nein. Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich komme gerade nicht weiter. Dass Bernard hier eingesperrt wurde. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, aber ich hoffe mal, dass ich jetzt das Spiel überhaupt noch beenden kann. Insofern würde ich mal sagen, ich probiere vielleicht mal ein bisschen offscreen rum. Und wenn ihr eine Idee habt, was ich machen könnte, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich werde das gerne alles ausprobieren. Sehr, sehr gerne. Kann ich vielleicht um das Haus aus rumlaufen? Nein, das geht leider nicht. Und wie gesagt, ich würde gerne hier runter in das Basement. Vielleicht kann ich mit dem den Rost ablösen. Oder mit den Batterien. Oder mit der... mit der Pepsi. Richtig, Cola löst doch Rost. Ah, komm schon. Das war kreativ, Spiegel. Das hättest du belohnen können. Oder mit dem Käse schmieren, damit es sich besser bewegt.
Keine Ahnung. Nein, Mist. Nee, dann bin ich echt überfragt. Ich habe hier echt keine Ahnung, was ich machen soll. Wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr eine Idee habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich weiß, wie es weitergeht. Bis dahin, auf Wiedersehen.